Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Herzlich willkommen zurück zu einem Mann, der keinen Plan hat und trotzdem irgendwas macht. Wir waren stehen geblieben. Ich glaube, ich muss das Feld noch besamen. Da waren wir stehen geblieben. Warum ich jetzt dort wieder hinlaufe, weiß ich auch nicht. Ich vergesse immer wieder. Man kann hier ja beamen. So. Okay, also. Jetzt könnten wir eigentlich mal hier einstellen, dass der Helfer das macht. Moment, stopp, 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 stopp. Ah, ah, stopp. Ich habe was vergessen. Doch, es ist Raps eingestellt. Das passt. Okay, ich wollte Raps. Ja, alles klar. Also, dann mach mal. Zeig mal, was du kannst, Burschi. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein paar Zuschauer rügen, während der hier rumsät. Es ist ja, wie gesagt, sehr nett gemeint, wenn ihr mir Tipps gebt. Es wäre aber gut, wenn ihr mir Tipps gebt, derer ihr komplett sicher seid und mir nicht irgendeinen Schmuh erzählt. So, das Problem war, mir wurde eben erzählt, dass der Helfer versagt hat, weil das Feld ausgefranst war. Daraufhin habe ich, glaube ich, fast zwei Folgen damit verbracht, mein Feld zu begradigen, was dann wiederum andere gesagt haben, dass das gar nicht nötig gewesen wäre, sondern dass der Helfer schon zuverlässig ist, aber abgebrochen hat, weil ich irgendwie mittendrin aufgehört habe. Also mit dem Spiel. Ich habe da gespeichert und dann hat er irgendwie aufgehört. Keine Ahnung. Ferner wurde mir von jemandem gesagt, nimm doch mal diese Sämaschine, die grubbert und sät gleichzeitig. Das wäre total super. Jetzt sagt mir dann ein anderer wiederum, naja, das ist nicht ganz so gut, weil dann kannst du nur Raps anbauen. Wenn du was anderes anbaust, dann entsteht da irgendwie, Stroh und das müsstest du dann erst wieder abtragen mit so einem Ballendingsbums-Einsammelgerät. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir diese Scheißmaschine nicht gekauft. So, und dann geht's weiter. Einer hat mir gesagt, das seht ihr ja hier, links, ja, links habe ich eine Düngedingsbums-Teil und rechts habe ich eine Sädingsbums-Teil. Und da hat mir einer gesagt, ich soll vorne das hinbauen und hinten das und dann würde das quasi gleichzeitig passieren. Also er würde gleichzeitig düngen und säen und das würde wäre eine unheimliche Zeitersparnis. So, dann kam wieder jemand anders, nachdem ich das eben gemacht habe und sagt mir, ja Moment, mach das nicht, weil der Dünger, der ist ja viel breiter, also der macht ja viel mehr auf einmal bei dem Feld und das wäre ja total Verschwendung vom Düngemittel. Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Ihr macht mich einfach wahnsinnig. Ich habe doch keine Ahnung. Da müsst ihr mir dann schon mal richtig helfen. So, und deswegen habe ich jetzt was beschlossen. Ich habe ja beim Euro Truck Simulator 2, beim Let's Play, habe ich ja einen Fachmann, den Darcy Hochstein, und der testet für mich Mods und so und steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Er ist mein Berater. So, ich suche jetzt ab sofort für den Landwirtschaftssimulator 2013 einen Berater. Ihr könnt euch also bitte bewerben bei mir. Cool wäre, wenn ihr euch natürlich nicht nur mit dem Spiel an sich, sondern auch mit Mods auskennt. Ja, vielleicht finde ich da ja jemanden, der für mich kostenlos Sklavenarbeit machen möchte und mir ab und zu mal ein bisschen helfen möchte und ja, beratschlagen, wie es denn hier weitergehen soll. Weil ich möchte ja die Leute da draußen nicht langweilen. Und wenn ich hier das alles selber machen muss, dann dauert das 200 Jahre länger, weil ich nicht genau weiß, was ich wann, wo, wie machen muss. Ja, habt ihr das jetzt kapiert? Okay. Also, Bewerbungen bitte an mich. Und gut, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ja eigentlich schon gedüngt? Ich glaube schon. Ich habe es vergessen. Aber ich glaube schon. Moment, man kann das ja... Man muss mal gucken. Wie sieht das Feld hier aus? Ist das dunkler als das andere? Nö, ne? Hier habe ich definitiv gedüngt. Und hier habe ich, naja, es sieht ja schon ein bisschen heller aus, oder? Muss ich vielleicht doch nochmal düngen? Im Zweifel düngen wir einfach nochmal drüber. So, was war noch? Genau, irgendjemand hat mir jetzt gesagt, dass der Profi-Hopper völlig für den Arsch ist. Für das Mähen. Ich weiß aber nicht, wie war denn das nochmal? Ich soll den Profi-Hopper, jetzt weiß ich es wieder. Okay, ich fahre den jetzt erstmal zurück. Ach nee, ich muss den ja gar nicht zurückfahren, ich kann den ja beamen. Moment. Wie ging das nochmal? Ich muss in die Map. Wo ist die Map? Nein! Nicht aufhören! Mach weiter, ich hab dich nicht gemeint. Scheiße, die Map ist hier. So, Edstar. Wo ist er denn hier, der blöde Penner? Macht der jetzt weiter oder nicht? Habe ich ihn jetzt unterbrochen? Nee, der macht weiter, ne? Wo wollte ich hin?
Ja, der Profi-Hopper, der würde mir dort gar nichts nutzen hier. Da ist da oben beim Camping-Dingsbums, aber der ist viel zu langsam, hat mir einer gesagt. Deswegen soll ich ihn doch lieber zum Hof zurücksetzen. Das habe ich jetzt gemacht. Und dann könnte ich wohl angeblich hier irgendwie... Was hat er nochmal gesagt? Geschrieben? Genau, ich kann irgendwie hier den Straßenrand mähen oder sowas, ne? Warte mal. Geht das hier? Das probieren wir jetzt mal aus. Wie geht das denn hier? Taste B. Geht das? Tatsächlich. Genau, so. Ich soll hier immer am Straßenrand entlang mähen. Das Gras wächst nach, heißt es angeblich. Und das Gras kann ich irgendwo verkaufen. Ich weiß aber nicht mehr wo, verflucht. Ich glaube, irgendwo auf meinem Hof muss irgendwie... Ich habe es wieder vergessen, das kotzt mich so an. Das Problem ist, ich spiele ja immer so, keine Ahnung, 4 bis 6 Folgen am Stück. Und dann widme ich mich wieder einem anderen Spiel und mache ein anderes Let's Play. Weil, wie es euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich mache ja mehrere Let's Plays. Unheimlich viele Let's Plays. Und da habe ich dann immer ein bisschen länger Pause zwischendrin. Und dann habe ich vieles wieder vergessen. Das ist auch ein Problem. Das ist auch ein ganz großes Problem. Wenn nicht so viele Leute den Landwirtschaftssimulator sehen wollten, dann würde ich das ja wahrscheinlich schon längst aufhören, ja, vermute ich mal. Weil ich so viel anderes Zeug habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich das Zeug verkaufen kann. Aber auf jeden Fall soll so irgendwie Geld reinkommen. So. Deswegen sammle ich jetzt mal hier ein. Ich habe ja schon fast voll. 80%. Da passt ja fast nichts rein in das Scheißding. Terep, 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 terep. Und dann muss ich mal gucken, ob es mir wieder einfällt, wo ich das Zeug verkaufen kann. So, ist doch voll. Jetzt können wir abschalten. So, und jetzt gucke ich mal. Irgendwo hier soll ich an irgendeiner Stelle... Ich könnte es auch verkaufen. Bei irgendwelchen Läden, glaube ich. Aber hier auf dem Hof soll irgendwas sein. Warte mal, vielleicht kann ich das irgendwo einlagern. Und dass dann da Heu draus wird oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keinen blassen Schimmer. Schreibt es mir in die Kommentare, aber einigt euch bitte vorher. Ja? Kann man hier vielleicht das abladen? Ja, nicht, dass mir wieder der eine das erzählt und der andere das. Das wäre nicht so schön. Hier, kann ich hier irgendwas abladen? Nein. Da vorne steht übrigens mein Bienenhaus. Ich brauche da noch ein paar mehr, glaube ich. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Ihr müsst mir in die Kommentare reinschreiben. Warte mal, vielleicht. Nee, das sind ja die normalen Getreidesorten da oben in den Silos, ne? Ihr müsst mir unbedingt noch reinschreiben. Und zwar folgendes muss ich wissen. Weiß jemand von euch, wo die Sounddateien von dem Spiel liegen? Ja, dann würde ich da nämlich vielleicht mal was modifizieren. Warte mal, da könnte ich was ablagern vielleicht. Aber das ist bestimmt auch wieder nur so ein Unterstellteil. Dreck! Ich habe so viele leere Hallen, fällt mir gerade auf. Was macht man mit denen? Autos abstellen, Fahrzeuge abstellen. Ich habe aber nicht so viele. Was ist hier vielleicht? Kann ich hier vielleicht ablagern? Dreck! Das Ding fährt aber auch so arschlahm. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Warum ruckelt denn das jetzt? Was soll das denn jetzt hier? Oder kann ich es einfach dort reinkippen bei dem Dingsbums? Auch da, wo ich die ganzen Sachen für die Silos... Das müssen wir jetzt mal noch rausfinden. Weil da kann ich jetzt nicht so lange auf euch warten, bis ihr mir das drunter schreibt. Ich muss ja jetzt weiterspielen, ne? Los! Fahr zu! Da! Vielleicht kann ich sie abladen. Ja, aber, ja! Was? Nein! Arschloch! Okay. Die Idee war nicht schlecht offensichtlich, aber hier wird kein Gras angenommen. Da muss ich wohl vielleicht mal in irgendeine Kifferkneipe. Da wird dann Gras angenommen. Vielleicht kann ich es hier abladen. Ne, das waren Kartoffeln und Rüben, glaube ich. Rübennasenhausen. Warte mal, ich kann mal auf die Karte schauen. Vielleicht steht da irgendwie was, was mir weiterhilft. Ne, das hilft mir nicht weiter. Moment, mein iPhone anschalten. Tja, also das ganz woanders hinfahren, das lohnt sich nicht für mich. Das ist ein bisschen Schmarren. Aber, wie gesagt, da hinten nimmt das nicht an.
Wo denn dann? Ich weiß es nicht. Schreibt's mir in die Kommentare, Mann. Ich kann jetzt nicht hier ewig rumsuchen. Das ist ja bekloppt. Da langweilt ich ja zu Tode, ey. Ich lerne mit der Zeit schon ein bisschen dazu, ne? Zum Beispiel, dass wenn man hier Saat kauft, dass das quasi Mischsaat ist und ich dann am Fahrzeug einstellen kann, was ich für eine Saat verwenden möchte. So, jetzt das hat doch keinen Sinn. Komm, jetzt schauen wir mal, was der Helfer macht inzwischen. Der Helfer ist immer noch am Säen. Zwei Bahnen noch, wenn ich es richtig sehe, vielleicht drei. So, was haben wir denn hier jetzt? Golfplatz, sehr gut, sehr gut. Da habe ich nämlich meinen Dingsbums, glaube ich. Den richtigen. Ist das der Golfplatz? Das ist der Golfplatz, ne? Ja, ja, genau. Sehr gut, hervorragend. Okay, dann kann ich das jetzt endlich mal ausprobieren. Mähwerk senken ist dann V und anschalten muss ich extra nochmal. Halt, ich war völlig in die falsche Richtung. Da müssen wir hin. Hier irgendwo. Moment! Ja, ja, das passt schon so. Das soll ich jetzt mähen hier, ja? Okay, und das ist wie bei der Palettenmission. Das geht auf Zeit. Deswegen Mähwerk senken und anschalten. Und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Ja, aufklappen sollte ich es vielleicht auch noch. Mann, ist das kompliziert. Nochmal ein Stück zurück. Da haben wir was verpasst. So, und jetzt machen wir das mal. Hier mal schauen, was da an Kohle rumspringt dabei. Wie schnell kann ich denn fahren? Stufe 2 oder was? Sagt mir wieder keiner jetzt, ne? Naja, egal, komm. Da wäre jetzt ein Helferrecht. Dann würde das schneller gehen, weil ich das natürlich wieder nicht richtig mache hier wahrscheinlich. Ich mache mal das iPhone weg, das stört mich. Komm, geh weg! Also, mit dem Profi-Hopper ist das anscheinend nicht zu schaffen, so eine scheiß Kackwiese in der Zeit. Deswegen bin ich ja ganz froh, dass ich hier den Traktor habe. Aha, Stufe 2, sag's doch gleich. So, jetzt habe ich Tempomat eingeschalten. Damit geht das alles schon viel leichter. Ich muss nur noch ein bisschen rumlenken und alles wird gut. Endlich macht sich das mal bezahlt. Ich brauche aber offensichtlich jetzt für den Campingplatz auf jeden Fall auch nochmal ein Fahrzeug mit Mähteil. Da könnt ihr mir auch reinschreiben, was ihr da empfehlt. Also bitte nicht wieder den Profi-Hopper. Das war auch so eine Geschichte. Die einen sagen, ich kauf der Profi-Hopper, ey, Mann, ey, ey, Mann, ey, ich kauf der Profi-Hopper, geil, geil. Ja, und dann stellt sich raus, Profi-Hopper ist voll für den Arsch. Also, solche Tipps nützen mir gar nichts. Wer nicht wirklich Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Würde Dieter Mohr, nicht Mohr. Roger Mohr. Nee, Dieter Nuhr würde das sagen, ne? Genau. Das kennt ihr bestimmt, den Spruch. So, jetzt fahren wir da noch ein bisschen die Flecken ab. Dann wird das ja wohl klappen hier. Muss ich dann in der Zeit noch abladen oder reicht es, wenn ich fertig gemäht habe und kann dann hinterher das Zeug verkaufen? Das wird sich jetzt rausstellen, das weiß ich noch nicht. Das hatte ich alles noch nicht. Das habe ich mir schon vor... Aha! Sehr schön, okay. Jetzt könnte ich wahrscheinlich... Moment, da vorne kann ich abgeben. Da kriege ich nochmal extra Kohle, ne? X und B. So, kann ich jetzt hier abladen? Oder wie ist das? Hallo? Ach, heben muss ich auch noch. Sonst geht's wahrscheinlich nicht. Das ist auch so Transformer-like hier. Transformers. Gut, und jetzt kann ich das abdingsen, oder? Scheiße, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt geht. Muss ich es vielleicht wieder aufklappen? Nee. Anschalten? Wie kann ich denn das jetzt hier... Ah, warte mal. Quatsch. Ich muss doch da irgendwo anders hin. Warte mal. Nein! Falsche Taste. Wo ist denn jetzt das komische Teil? Das da unten, ne? Wo kann ich jetzt abladen? Da brauche ich so einen Abladeplatz. Ist der hier irgendwo... Moment! Da steht's doch, dass ich abladen kann. Warum kann ich jetzt hier nicht abladen? Was mache ich falsch?
Was mache ich falsch? Geräteauswahl wechseln oder was? Nö. Nee. Ja, wie kann ich das jetzt hier ausladen? Musik senken. Nein. Muss ich es heben? Muss ich es anschalten? Wie kann ich das jetzt hier loswerden, den scheiß Grasmüll? Ach, drauf geschissen. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich hier schon wieder total versagt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Wenn es euch gefällt hat, lasst mir ein Like da, ne? Ist klar. Ich sag ciao, ciao.